müssen wir doch aber auch mal ganz kurz reingucken, weil es jetzt eben gerade einfach online gegangen ist. Müssen wir schauen, was der liebe Eve Movie Pilot zum kommenden Jurassic World 4 sagt. Ich mache eine kleine Prognose. Er wird mindestens einmal das CGI von Jurassic World schlecht nennen. In 12 Minuten. Okay, vielleicht auch nicht. Aber er wird auf jeden Fall sagen, dass er Jurassic World nicht mag. Er wird Jurassic World Dominion als Katastrophe bezeichnen. Das stimmt. Das sind meine Prognosen zu diesem Video. Wir gucken da jetzt mal rein. Movie Pilot. Was sagt Eve zu dem neuen Jurassic World Film? Ich bin sehr gespannt drauf. Und das ist auch ein sehr vorteilhaftes Standbild für Eve. Wir starten jetzt damit. Auf geht's. Hallo liebe Movie-Piloten und herzlich willkommen zu einem weiteren Hot-Take. Obwohl, ist das überhaupt ein Hot-Take? Wir haben tatsächlich die Ankündigung bekommen von Jurassic World 4. Es wird einen vierten Jurassic World Film geben. Oder einen siebten Jurassic Park Film. Wir müssen uns da auf was einigen. Solange das Teil noch keinen Namen hat, müssen wir gucken, oder ob wir das einfach immer machen. Oder wir gendern die Titel irgendwie. Jurassic World Schrägstrich Park 47 Doppelpunkt. Nicht Schrägstrich. Irgendwie sowas. Wir müssen da auf jeden Fall auf den Nenner kommen. Weil die ersten drei schon so phänomenal gut waren. Jurassic World? Not a fan. So eine schlimme Szene, ich weiß, so eine schlimme nicht, Szene. Was ich sagen soll, außer, ja, hier kann es zu Spoilern kommen, was die ganze Jurassic Park Reihe angeht und alles, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung. Ja, damit wurden alle Disclaimer disclaimed und Freunde. Oh Mann, ey, Eve ist aber auch so gebrochen mit den Jahren. Der ist, also, es gibt, also, Wolf Speer ist eine Person und Eve finde ich aber auch, die gehen mir an zu viele Sachen schon direkt mit so einer, das wird eh nichts, Attitüde rein. Ich finde das schade. Das darf man nicht machen. Ich bin gerade wirklich dabei und ich jammer ja über alles rum. Jurassic World Dominion ist scheiße, aber das habe ich auch erst behauptet, nachdem ich den Film gesehen hatte. Nicht davor. Marvel mag ich auch nicht, aber auch da finde ich erst jeden Film scheiße, nachdem ich ihn gesehen habe. Nicht davor. Ja. Das ist halt wirklich ein Unterschied. Wenn ich manchmal so Sebastian gucke bei Filmstarts, der ist da schon zwar auch skeptisch, aber der ist noch so ein bisschen euphorisch skeptisch. Ich finde, Eve ist so ein bisschen gebrochen von diesem ganzen 0815 Hollywood-Scheiß. Es darf nicht sein. Jurassic Park 7 oder Jurassic World 4. Also, Jurassic, ihr wisst, was ich meine. Muss Bryan Cranston als Hauptfigur bekommen? Von mir aus mit Bryce Dallas Howard als in der Regie. Und das muss dann wirklich guter Film werden. Das wäre so krass, wenn ich dann einfach wirklich, wenn dann Eve vor die Kamera geht und klatscht. Ich kann jetzt hier nicht klatschen wegen dem Mikrofon. Das sind dann meistens Filme, wo er selber überrascht gewesen ist. Das würde mich sehr freuen. Wenn Eve bei Jurassic World 4-Jurassic Park 7 Doppelpunkt, wenn er da klatschen würde, wenn er vor die Kamera geht. Stimme ich dir zu, er sieht vieles inzwischen gleich sehr negativ. Ich glaube, das ist aber tatsächlich, ich kann das nachvollziehen, weil ich habe das nicht, ich bin da nicht so krass negativ, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich Jurassic mehr Pluspunkte gebe, genauso wie Godzilla, Kong, und da auch nur so extrem tolerant bin inzwischen, außer bei Dominion, der ist echt Dreck, weil das halt auch der Content hier auf dem Kanal ist. Wenn ich mich hier hinsetzen würde und würde einfach sagen, das wird eh nix, wäre das irgendwie doof. Das heißt, ich muss mich auch schon selber ein bisschen dazu zwingen, mich drauf zu freuen. Bei Godzilla Kong freue ich mich aber wirklich, bei Jurassic auch noch. Aber das spielt natürlich auch mit rein. Eve hat sich wahrscheinlich schon zu häufig auf neue Sachen gefreut. Ich glaube, Star Wars hat ihn auch so ein bisschen gebrochen. Star Wars Episode 8 hat ihn, glaube ich, komplett fertig gemacht. Das ist der Punkt gewesen, wette ich mit euch. Ja, Episode 8 war's. Wir uns mal auf einen richtig positiven Talk zu einer richtig geilen Nachricht, die ich richtig Bock habe. So, legen wir los. Okay, Fairness halber. Ich wollte dieses Video eigentlich gar nicht machen, weil die Nachricht ist jetzt, glaube ich, so eine Woche alt. Aber hätte ich nicht so viele Nachrichten von euch bekommen, so, Eve, wie stehst du dazu? Bist du heiß drauf auf Jurassic World 4? Und die Antwort ist, nein, ich bin nicht heiß auf Jurassic World 4. Tatsächlich, ja, aber das ist wie, als würdest du mich fragen, Tobi, hast du Bock auf den neuen MCU-Film?
Jurassic World 4. Und wenn jetzt die nächste Frage ist, aber Eve, Jurassic Park ist doch einer deiner Lieblingsfilme. Ist er wirklich. Aber es hätte auch dabei bleiben können. Ich meine, Jurassic Park ist ein Meilenstein der Filmgeschichte. Selbst Hardy, ich glaube, du bist nicht der größte Jurassic Park-Fan, ne? Nee, aber du musst zugeben, der hat eine Menge fürs Kino gemacht. Siehst du. Und für mich ist das so ein Gut, Hardy ist aber, glaube ich, auch noch voll jung. klassischer Spielberg-Abenteuerfilm und der hat sich sogar von der Buchvorlage entfernt von Michael Crichton. Ich liebe diesen Film, er ist so unfassbar immersiv. Das ist meiner Meinung nach einer der immersivsten Filme, die ich kenne, weil sobald man in diesem Themenpark ist, fühlt man sich so, als wenn man in einer Welt lebt, in der es Dinos gibt, selbst wenn man sie noch gar nicht sieht und die Charaktere machen Spaß und der macht halt was Geiles mit dem Zuschauer. Was er macht, ist das, wovor im Film gewarnt wird. Und zwar wir Ja, alle machen ja. O und A, wenn wir da die Dinos sehen. Ihr wisst schon, diese tolle Szene. They do move in herds. Und dann zum Schluss schreien wir, ist ja eine furchtbare. Das ist wirklich so. Wir als Zuschauer fühlen dasselbe, das auch die Hauptfiguren eben fühlen. Erst diese Faszination und dann irgendwann diesen krassen Bruch, wo wir auch merken, oh, ist doch nicht so. Ah, doch nicht so geil. Ich denke, er hat so die Haltung, weil seine Zuschauer das schon fast erwarten. Glaube ich nicht. Ich glaube, er bekommt sogar relativ viel Kritik dafür, wenn er irgendetwas negativ sieht. Ich glaube, da bekommt er schon mal so ein Clash dann dagegen auch. Also ich glaube nicht, dass Leute wollen nicht, dass jemand vor die Kamera geht und eben sagt, oh, das wird bestimmt alles schlecht. So diese negativen Menschen, die gibt's, die brauchen das. Aber das ist, glaube ich, nicht die Mehrheit. Was weiß ich. Ich kenne es halt nur von mir. Sobald ich irgendwie auch nur einen Satz anfange in einem Video von wegen, das war nix oder so, dann siehst du einfach in der Statistik schon, wie Leute nach und nach dann da rausgehen. Die haben dann keinen Bock, mein Gemecker zu hören. Keiner will Gemecker hören. Deswegen hier, das ist seine ehrliche Meinung. Das ist nichts, was er nur macht, weil die Zuschauer das hören wollen. Das glaube ich nicht. Idee. Ziemlich geil. Und dann kam Teil 2 und ich habe ein Herz für den irgendwo. Nicht so ein großes. Okay, Herz, sagen wir, ich hab eine Leber dafür. Wir Sehr haben echt gut. keine. Sehr gut. Ich hab auch eine Leber für Teil 2 und eine Prostata für Teil 3. Ja, so bleib ich. Herz für Teil 1, Leber für Teil 2 und Prostata für Teil 3. Und für Jurassic World habe ich was anderes noch. Ja. Bessere Analogie eingefallen. Mit Teil 3 ging es abwärts. Sag es nicht. Und dann auch noch die Szene einzuspielen, verdammt nochmal. Colin Trevorrow würde jetzt einfach sagen, nur weil ihr die Szene nicht versteht, ist die für euch schlecht. Weil ihr alle Trottel seid. Bin so froh, dass der Mann nicht mehr dran beteiligt ist, ey. Aber Ich selbst hasse deswegen habe Memes. ich Ich hasse Respekt, Memes so nachdem ich sehr. gesehen habe, was aus Jurassic World wurde. Weil das ist für mich. Jurassic Park ist für mich langsam. Ja, Jurassic World, das hat irgendwie so einen Platz, keine Ahnung, so zwischen Schenkel und Sack. Aber mehr auch nicht. Zur Parodie von sich selbst geworden, was echt krass ist, weil es basiert auf so einem knallharten Sci-Fi-Roman und hat echt coole Ideen. Und der erste hatte ja sogar so eine Kritik, so eine Konsumkritik und dass man einfach alles verkaufen muss und alles verpacken muss und sich nie die Frage stellt, sollten wir das überhaupt, sondern nur können wir das? Ich meine, das ist der Monolog von Jeff Goldblum. Jurassic World 3 ist der Blinddarm, den kannst entfernen. Das ist richtig, das ist perfekt. Dann bleiben wir dabei, oder? Das ist doch perfekt so. Das sollte man auf die gesamte Box einfach hinten drauf drucken. Jurassic Park 1 ist das Herz der Reihe, Jurassic Park 2 ist die Leber, Jurassic Park 3 ist die Prostata und die gesamte Jurassic World Trilogie ist wie der Blinddarm. Brauchst du nicht unbedingt. Kannst du entfernen, finde ich gut. Der ist großartig. Den klatscht der John Hammond um die Ohren. Und ich frage mich, ja, ist das jetzt ein Metamonolog? Muss ich den jetzt halten? Weil ihr fragt euch immer, was ihr könnt. Ihr fragt euch aber nie, was ihr sollt. Weil Jurassic World war ein Soft-Reboot von Jurassic Park. Nur waren die Charaktere Klischees. Und ich dachte mir, okay, ist halt ein dummer Film, aber was soll's. Wir sind zumindest in einem Park und ich. Oh, so sieht also John Hammonds Vision aus. So würde das Nein. Ding aussehen, wenn der Testrun funktioniert hätte. Nee. Nett. Und dann gab es Frankensteins Monster.
und Raptoren, mit denen man quasi. Ja, ich will jetzt nicht immer dasselbe erzählen. Ich habe bei Eve schon tausendmal das. Die Kritik kann ich halt bei ihm nicht nachvollziehen. Ich finde den Indominus Rex, der macht Sinn, nachvollziehbar. Ich finde die Raptoren machen Sinn, auch wenn ich Blue nicht mag, weil es halt so ein dämliches Merchandise-Tier ist. Aber auch das Zähmen der Tiere, das, ja, habe ich schon tausendmal jetzt erwähnt. Glaube, das ist ein Trend, alle 2 Sekunden ein Meme zu zeigen. Nee, ich habe das lange nicht mehr gesehen. Der Trend ist doch längst vorbei, oder? Ich kenne das in keinem anderen Videoformat außer beim Moviepilot, wo noch Memes genommen werden. Oder bei Weird Flex, der macht das auch noch. Immer dasselbe. Und das machen die ja auch hier. Das ist immer dasselbe Meme. Und das finde ich dann auch immer so ein bisschen so paradox, wenn man dann sich darüber beschwert, dass diese Filme immer alle gleich sind, was sie ja sind. Und du aber immer wieder dasselbe Meme für etwas benutzt. Ich finde, keine Ahnung, Memes habe ich noch nie gemocht, weil Memes brechen einfach. Was weiß ich, was das soll? Nee. Alan! Oh no! Not again! Und der Film hat mich so fucking verloren. Dann dachte sich der zweite: Hold my nonsense! Und es geht um eine explodierende Insel und einen Keller mit bösen. mit bösen Intentionen, die da eine Auktion haben. Und wie groß war der Keller? So groß wie die ganze Insel. Und es war so scheiße. Und kam noch ja. Oh Gott, ey. Er leidet gerade schon, das merkst du. Eve leidet gerade so richtig. Ja, das bricht ihn gerade schon wieder, glaube ich. Ich glaube, er gibt es nicht zu, aber Jurassic World hat ihn ähnlich gebrochen wie Star Wars Episode 8. So ähnlich zumindest, nicht ganz so. Und was macht man da? Vielleicht sollten wir mal ein paar Donations sammeln und Eve einfach so einen Korb von Alles wird besser Tee schicken. Kennt ihr das? Da gibt es so Tee, wo so Sprüche drauf sind. Aber das wäre wahrscheinlich auch gelogen, weil wenn ich ihm diesen Korb dann zuschicke und dann kommt der neue Jurassic-Film raus und der wird einfach noch beschissener als Jurassic World Dominion, dann habe ich ja damit gelogen mit diesem Tee. Deswegen lassen wir das doch sein. Zweiter Frankenstein-Dino dazu. Der Fairness halber. Da habe ich gelacht, Looney Tunes-mäßig in die Kamera grinst, bevor er jemanden fertig macht. Ich meine, das hat schon was. Das hat Trash-Faktor. Und dann kam das, das ist die letzte Karte, die man heutzutage zieht, oder? Wir bringen den alten Cast zurück. Weil warum auch nicht? Wer macht das nicht? Ich so, ja, das war eine interessante Idee, den alten Cast zurückzubringen. 2015. Mittlerweile macht das jedes Franchise. Überlegt mal, denkt mal wirklich, welches Franchise haben wir noch nicht gehabt, wo man nicht gesagt hat, wir bringen die Legacy-Charaktere zurück und haben. Marvel bis jetzt. Aber da denkt man ja auch schon drüber nach, ob man eventuell sogar Iron Man, also Tony Stark, also Robert Downey Jr., für den Secret Wars heißt der Film, glaube ich, nochmal zurückbringt. Bei Terminator Dark Fate sehen wir übrigens auch gerade. Und Fast and Furious ist ja auch gebrochen. Fast and Furious verstehe ich aber auch. Ey, ich gucke mir ja den größten Scheißdreck an. Gerade wenn, keine Ahnung, wenn ich dafür kein Geld bezahlen muss auf Netflix oder so, da zahle ich monatlich Geld, ich weiß, aber ihr wisst, wie ich das Ganze meine. Ich habe mir, als wir auf die Malediven geflogen sind, im Flugzeug ganz viele Filme angeschaut. Ich gucke mir Sachen an wie Transformers. Ich kann mir den größten Müll angucken. G.I. Joe 2 habe ich geguckt und bin nicht aus dem Kino gegangen. Das geht. Dann habe ich mir im Flieger Fast and Furious 10 angeguckt. Ich bin nachweislich nach der Landung dümmer gewesen. Das ist wirklich passiert. Du wirst bei diesem Film einfach dümmer. Und auch gerade wenn du Vin Diesel dann siehst, der sich auch dann so ernst nimmt. Alter, ich kriegst du irgendwie die Krise. Vin Diesel ist auch so eine unsympathische Bratze geworden. Wie ernst man sich nehmen kann bei so einem Film. Ich wette, der will auch einen Oscar dafür. Ich wette, der erwartet dafür, dass er für einen Oscar nominiert wird, für bester Schauspieler. Die machen alle so Quatsch am Set und oder in dem Film auch, die haben alle den Spaß ihres Lebens. Jeder weiß, was für ein Bullshit da eigentlich gerade passiert und dann kommt so Vin Diesel rein und nimmt sich so übertrieben ernst einfach. Mit seiner steinernen Mimik. Haben dieses Requel-Ding oder ja, Soft-Reboot, irgendwie so ein Mix. Ich meine, die Begriffe sind auch jedes Mal anders, aber ich nenne die Dinge Requel, weil es ist ein Sequel, aber auch ein Reboot. Und überall ist es. Star Wars, Ghostbusters, Rocky, Terminator, Scream, Ash vs. Evil Dead. Und
erneut, es gibt ja auch positive Beispiele, aber das Gimmick allein, alte Charaktere zurückzubringen, Cobra Kai, das Gimmick allein, das zieht nicht mehr. Zieht es noch für dich, Hardy? Nee. Er hat es nicht mal laut gesagt. Ich glaube, er hat auch keinen Bock. Was hast du davor gesagt? Wie groß war deine Vorfreude? Minus. Das ist bei mir auch. Und jetzt kriegen wir Jurassic World 4. Ich glaube... Finde ich halt schade, dass man da so rangeht. Und ich weiß, den Artikel, na, damals hat er nicht Eve geschrieben. Der war von Moviepilot gewesen. Von der Redakteurin auf jeden Fall. Und die hat ja schon bei Jurassic World Dominion, nachdem wir erstmal nur den 5-Minuten-Prolog gesehen hatten, hat sie einen Artikel darüber geschrieben, dass der Film auf jeden Fall scheiße wird, weil jemand... Ich rede gerade nicht schlecht über den Film, ich rede gerade darüber, was jemand über den Film gesagt hat. Das kommt nicht von mir jetzt. Deswegen war das für die Katz gewesen. Da stand eben dann drin in dem Artikel, dass sie meint, dass Jurassic World Dominion scheiße wird, weil gesagt wurde, dass der Giganotosaurus wie der Joker sein soll. Er hat keinen Sinn gemacht, der Satz, definitiv nicht. Aber dann kannst du doch nicht nur wegen so einem Spruch schon Artikel darüber schreiben, dass das der Grund ist, warum das nichts wird. Und dann auch so wieder, ja, weil die Filme davor waren ja auch alle kacke und das war alles schlecht. Und ich bin der Meinung, dass der Satz, ich gehe mit niedrigen Erwartungen in einen Film rein, da werde ich nicht enttäuscht, der ist kompletter Bullshit. Je tiefer du mit Erwartungen in den Film reingehst, umso abgefuckter kommst du auch am Ende wieder raus. Ich kenne das nicht anders. Wenn ich Bock auf einen Film habe, mich drauf freue, außer bei Jurassic World Dominion, da war es anders, ja. Aber da bin ich dann meistens auch wirklich toleranter bei bestimmten Sachen, weil ich einfach Bock habe, mich jetzt darauf zu freuen. Wenn ich aber schon in den Film reingehe und sage, dann wird das auch nichts. Deswegen, ich versuche da echt so ein bisschen positiver ranzugehen. Und am Ende, wenn ich halt enttäuscht werde, ey, dann habe ich wenigstens eine gute Zeit gehabt, bis ich den Film gesehen hatte. Das passt ja auch. Dabei waren die ersten 5 Minuten noch das Beste an Teil 3. Ja, mach da nach außen, du hast einen geilen Film. Guck dir Battle at Big Rock an, danach die ersten 5 Minuten von Jurassic World Dominion und du hast einen relativ guten Kurzfilm. Hast doch. Chris Pratt ist nicht mehr da am Start und ich glaube auch Bryce Dallas Howard auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber keine Cast-Information. Was ich weiß, dass wir den gleichen Drehbuchautor haben, der uns die anderen beiden Jurassic World-Dinger gegeben hat, die anderen drei. Und ich muss es sagen. Nein. Das ist falsch. Am Start. Und ich glaube auch Bryce Dallas Howard auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber keine Cast-Information. Was ich weiß, dass wir den gleichen Drehbuchautor haben, der uns die anderen beiden Jurassic World-Dinger gegeben hat, die anderen drei. Und. Nein. Colin Trevorrow ist nicht mehr mit dabei. Das Gute an diesen News ist gewesen, dass eben David Koepp der Drehbuchautor war, der die ersten beiden Jurassic Park Filme gemacht hat. Und der ist jetzt wieder mit dabei. Der Autor von Jurassic World ist nicht mehr mit dabei. Colin Trevorrow ist weg vom Fenster. Er hat sich zwar als beratende Hand angeboten, aber ja, wer nimmt die an? Also, bei aller Liebe. Ich muss es sagen, Jurassic World 3... Der, wo Sam Neill, Jeff Goldblum und Laura Dern wieder da waren, das war der fürchterlichste. Es war ein Film, wo ich nicht fassen konnte, wie schlecht der ist. Und der hätte zumindest auf Trash-Ebene was Neues machen können. Und zwar, die Dinos und die Menschen leben jetzt wirklich in einem Ökosystem und müssen sich das teilen. Was machen wir? Nicht. Oh, jetzt hängt sich Eve aber an was auf, was halt so nicht gesagt wurde. Ne? Das ist Jurassic World Dominion kannst du erstmal rausziehen. Also der Drehbuchautor von Jurassic World 1 bis 3 ist nicht mit dabei. Das ist nicht richtig. Sondern der von Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2 ist mit dabei. Nichts. Wir gehen wieder zu irgendeinem Plateau und machen die gleiche Scheiße wie immer, nur mit Rieseninsekten. Boah, war das doof. Und einem James Bond böse. Boah, war das doof. Und ich frage mich jetzt auch einfach, es gibt bestimmte Reihen, die kann man nicht so krass ausschlachten, weil sie nicht so viel hergeben. Und das tut mir jetzt weh, aber zum Beispiel Predator. Was können wir mit Predator machen? Der erste Teil ist halt, da kann man sich austoben, weil man weiß nicht, wie die Kreatur ausschaut. Und deswegen, was ist das überhaupt? Cool. Das heißt, wir haben eine Mission im Dschungel und der Film entwickelt sich genremäßig. Im zweiten, okay, wir schicken ihn in die Großstadt. Aber das Mysterium ist ja weg, weil wir wissen, wer er ist.
Oh Gott, was machen wir jetzt? Aliens gab's ja auch noch. Komm, die schmeißen wir in einen Film rein. Zweimal. Okay, was machen wir dann? Ja gut, Predator gibt nicht so viel her, aber Alien, das Franchise, hätte eigentlich viel hergegeben, oder nicht? Hätte man das richtig aufgebaut, mit einer schönen Mythologie? Weiß ich halt nicht, wäre doch ganz gut gewesen. Wie wär's mit nochmal im Dschungel und den ersten nochmal nacherzählen? Okay, haben wir auch gemacht. Was ist der nächste? Großstadt hattet ihr in Alien vs. Predator 2. Kleinstadt hattet ihr auch in Alien vs. Predator 2. Ich hab's. Kleinstadt, aber Comedy. Okay, cool. Okay, wir machen ein krasses Prequel und gehen in eine andere Zeit zurück. Und da haben wir es mit amerikanischen Ureinwohnern zu tun. Gekauft. Da hat alles gemacht. Was kann man mit Jurassic Park machen? Man kann einen Themenpark haben, wo die Dinos drin sind. Deswegen ist das ja Jurassic Park oder Jurassic World. Das ist ja das Markenlogo. Okay, haben wir gemacht. Dann können wir aber auch sagen, es gibt eine Insel, wo die frei rumlaufen. Haben wir gemacht. Zweimal. Dann dachten wir, solange wir es nicht nochmal Jurassic Park, sondern World nennen, fällt es niemandem auf. Haben wir gemacht. Okay, aber dann gehen wir in die Trash-Schiene und machen Monsterbett rein. Haben wir gemacht. Okay, aber dann nehmen wir noch Bond-Bösewichte und Raptoren, die einem... Ja, aber du kannst doch... Also du kannst jetzt ja was ganz Neues machen. Klar, von der Location her bist du bei Dinosaurier-Stories, bist du irgendwann limitiert. Vollkommen richtig, was er sagt. Auf jeden Fall. Nur es geht jetzt eben weiter. Und wenn man sich da wirklich Gedanken drüber gemacht hätte, vielleicht auch hat, kann man das Ganze jetzt eben trotz allem in eine andere Richtung lenken. Wir brauchen keinen Park mehr. Wir haben jetzt zweimal einen Parkaufbau gehabt. Der Ton von Jurassic World war jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Man könnte also auf kleinere Szenarien zurückdenken. Und ich muss da wieder den Kanal von Ali Awada einfach mal hervorheben. Der macht super geile Kurzfilme zum Thema Jurassic Park und eben auch Jurassic World, die er sich aber eben selber ausgedacht hat. Und der macht da kleine, aber geile Abenteuerfilme draus, die auch düsterer sind, schon manchmal ein bisschen Richtung Horror gehen und alles drum und dran. Sowas könnte man ja eben jetzt auch nochmal machen. Nicht größer denken, nicht wieder globaler und es muss alles blablabla. Einfach mal eine Geschichte erzählen und die vielleicht auch, was weiß ich, in einem Haus spielen lassen. Irgendwo in einem Haus auf dem Land. Und dann siedeln sich aber drumherum irgendwann Raptoren an und dann hast du quasi wie so ein Kammerspiel. Leute müssen sich in dem Haus verstecken vor den Velociraptoren. Dann kommt irgendwann noch ein T-Rex mit dazu und das war's dann aber auch großartig. Oder hol neue Dinosaurier an Bord. Aber mach das doch da draus. Das wäre was Neues. So, mehr kannst du halt da nicht rausholen, das stimmt jetzt schon. Aber sie machen es halt eben doch. Was willst du da jetzt sagen? Es ist jetzt gerade eine Kritik so von wegen, man hätte einfach keine Fortsetzung mehr machen sollen. Ja, das bringt aber nichts, weil es gibt jetzt ja Fortsetzungen. Folgen mit Laserpointer. Ich komme mir vor wie Dr. Evil, wenn ich... Ups. Hallo, liebe Wii-Piloten und herzlich willkommen. Wir Dress Sorry. World 4. Ich glaube, Chris Pratt ist nicht mehr der Predator. Okay, cool. Okay, wir machen ein krasses Prequel und gehen in eine andere Zeit zurück. Und dann gehen wir in die Trash-Toren, die einem folgen mit Laserpointer. Ich komme mir vor wie Dr. Evil, wenn ich das sage. You know, I have one simple request. And that is to have sharks with frickin' laser beams attached to their heads. Haben wir auch gemacht. Gut, wir könnten jetzt wie Fast and the Furious werden und einfach sagen, aber soll das Vermächtnis sein von Jurassic Park? In einem richtig großartigen Film, der Kinogeschichte geschrieben hat, der so vielen Leuten ans Herz gewachsen ist und bis heute zitiert wird? Ich weiß auch nicht. Ich sehe da einfach nichts. Ich freue mich jedes Mal, irgendwo Dinos zu sehen. Das ist das Kind in mir. Ich glaube, wenn man in den 90s groß geworden ist, hat man sowieso eine unfassbare Liebe für Dinos. Ich habe 100%ig, ja. Letztens habe ich beim Ausräumen vom Keller von meinem Elternhaus, da habe ich noch so diese weißen Dinosaurier gefunden, die im Dunkeln leuchten. Wie geil die einfach früher waren. Da habe ich meinen Spaß mit gehabt. Heutzutage brauchst du halt, wenn du ein Kind bist, ein iPad Pro. Sonst ist deine Kindheit scheiße. Das Gefühl, es gibt nicht mehr so viel Dino-Content wie früher, als ich klein war. Es gab sogar eine Comedy-Serie, die hieß die Dinos. Und die war der Wahnsinn. Kennst du Boah, aber war die Comedy? Ich habe davor früher immer Angst gehabt.
voll viele lieben die. Ich habe die früher gehasst, weil ich hatte so Schiss davor. Seit der Folge, wo das Baby angefangen hat, den Kopf komplett einmal um den Körper rumzudrehen, um 360 Grad, weil es Geburtstag hatte, glaube ich. Da hat es irgendwie dann so einen Tick bekommen. Das war total verstörend. Nee. Nein. Du kennst die Dinos nicht? Unmöglich. Ich sag doch, Hardy ist einfach zu jung. Der wird das alles nicht kennen. Und deswegen, ich freue mich, wenn es coole animatronische Gestalten gibt, die aussehen wie Dinos, wo ich sag, boah, ist ein Dino. Aber sonst kann mir dieses Franchise nichts mehr geben. Ich weiß, vielleicht vervorurteile ich das Ganze und vielleicht kommt ein Film raus, wo ich sage, boah, Jurassic Park Magie, wirklich. Es ist Man darf halt aber auch nicht vergessen, dass die Filme schon mit der Zeit gehen müssen. Deswegen würde ich mich da auch nicht so drauf versteifen, dass wir einen Jurassic Park Film bekommen, wie es früher war, weil die Filme passen sich auch so ein bisschen der neuen Zeit an und das merkst du in allen möglichen Varianten. Also meine Freundin und ich, wir gucken jetzt abends immer Dragon Ball. Wir haben uns komplett Dragon Ball durch angeguckt, dann Dragon Ball Z und sind jetzt bei Dragon Ball Super gelandet. Und ich merke bei Dragon Ball Super einfach, das ist nicht mehr für mich gemacht. Es ist für eine andere Zielgruppe gemacht. Die Storys da werden so schnell abgehandelt. Es wird alles so schnell erzählt. Da wird nicht mehr, keine Ahnung, hast du früher episodenlang gewartet, bis mal der Super Saiyajin 2 aufgetaucht ist. Das wurde aufgebaut. Dragon Ball GT mag ich mehr als Dragon Ball Super, aber meine Freundin wollte Super gucken, weil da Beerus mit dabei ist. Den mag die. Und in Dragon Ball Super geht das ja Schlag auf Schlag. Super Saiyajin Gott, scheiß drauf. Super Saiyajin Blue, der auf einmal noch krasser ist. Dann Super Instinkt, Ultra Instinkt, was dann da noch alles kommt. Und das geht ja wirklich Schlag auf Schlag auf Schlag. Freezer kann jetzt irgendwie eine Woche 30 trainieren und ist dann direkt der goldene Freezer. Du hast da nicht mehr so diese Momente, wo du wirklich auch eine Saga erzählst. In Dragon Ball Z gab es ja diese ganze Sagen. Da gab es Saiyajin-Saga, Freezer-Saga, Cell-Saga, Cyborg-Saga noch davor, Buu-Saga. Das kann ich jetzt hier gar nicht mehr einordnen, weil das alles so fließend ineinander geht und auch dann so abrupt wieder endet. Das ist alles so Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Wo schaust du die Dragon Ball-Serien? Die habe ich natürlich alle gekauft. Ich habe die alle gekauft. Und nicht auf einer Festplatte. Die sind alle in meinem Regal auf Blu-ray. Ja. Ja, auf jeden Fall. Deswegen meine ich halt aber auch. Das ist. Und ich glaube, dass das einfach so ein Ding ist, dass wenn du mit Dragon Ball aufgewachsen bist, um jetzt gleich den Bogen wieder zurück zu Jurassic Park zu schlagen, dann bist du eben das gewohnt, dass du eben einen anderen Aufbau hattest. Die Figuren sind anders gezeichnet. Du hast in Dragon Ball Super zum Teil Zeichnungen, die sind so fett mit Edding. Da haben die so einen fetten Rand im Gesicht. Die Animationen sind bis jetzt immer noch extrem schlecht. Wir sind jetzt gerade beim Moment, wo Golden Freezer aufgetaucht ist. Das im Vergleich zu den Dragon Ball Z-Episoden ist extrem schlecht gemacht. Es ist aber auch so, dass Dragon Ball Super tatsächlich in Japan um 9 Uhr morgens ausgestrahlt wird. Wer auch immer auf die Idee gekommen ist. Deswegen muss das so kinderfreundlich sein, sage ich jetzt mal. Es ist halt einfach nicht mehr für mich gemacht. Und es erzählt die Geschichte trotz allem weiter. Und es ist okay, es macht auch irgendwie Spaß. Ich finde nach wie vor, dass Dragon Ball GT der bessere Abschluss gewesen wäre, auch wenn man da natürlich auch Kritiken ansetzen kann. Aber die kannst du auch bei Super. En masse kannst du da Kritiken und Logiklöcher rauspulen. Und bei Jurassic Park ist es halt ähnlich. Das, was damals eben, das war ja nicht mal der Standard damals. Jurassic Park hat quasi das auf die nächste Stufe gebracht, was man damals hätte ermöglichen können. Es ging ja nicht mehr als das, was Jurassic Park gemacht hat. Und so ist das eben auch heute. Man versucht mit Technik und allem immer das möglichst Maximale bei rauszuholen. Und da kommt dann eben was bei raus, wie sehr viel CGI. Sehr viel Großbombast und man versucht eben immer weiterzumachen, was auch Sinn ergibt. Aber deswegen bekommst du halt einfach so Filme wie Jurassic Park eher nicht mehr serviert, auch in Zukunft nicht mehr, glaube ich. Die Frage ist eben nur, würde es vielleicht trotz allem einem Franchise ganz gut tun, wenn man nicht mit dem Filmgeist geht? Denn das hat auch dann zur Folge, dass wenn jedes Franchise mit diesem Filmzeitgeist geht, dass die einfach alle gleich aussehen. Ihr könnt Szenen nehmen aus Jurassic World, aus Transformers, aus Fast and Furious. Ihr könnt die irgendwie dann zusammenklatschen
und man würde vom reinen Bild, von der reinen Optik her, keinen Unterschied erkennen. Die würden alle in einen Genre reinpassen. Aber das wird nicht passieren, dass die das brechen. Die werden, es wird sich vielleicht anders anfühlen, so ein bisschen, weil Jurassic World fühlt sich ja auch nicht so an wie Jurassic Park, aber das wird auch kein gewaltiger Unterschied jetzt sein, dass wir da ein Horror-Ding bekommen, das glaube ich einfach nicht. Dafür ist Jurassic bisher zu sehr auf Familienfreundlichkeit gegangen und hat zu viele Merchandise-Viecher wie Blue eingeführt. Ja, mal gucken. Es ist wieder hier, 2025. Wir haben einen Jurassic Park-Film, der Jurassic World heißt, das Erbe antritt von einer Trilogie. Das ist auch falsch. Das ist noch nicht bestätigt. Der Arbeitstitel ist bisher Jurassic World New Era. Ob das so heißt, gucken wir halt dann mal. Bei der ich nicht einen einzelnen Teil mag, aber auf einmal ist es großartig. Und wenn das der Fall sein sollte, so wahr wie ich hier stehe, werde ich hier nochmal stehen und sagen, Leute, ich habe mich geirrt, es geht doch. Es gibt doch noch coole, kreative Ideen, um sich auszutoben. Aber ich sag so, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Und ich wurde sehr häufig gefoolt und ja, deswegen, meine Erwartungshaltung ist irgendwo da unten im Keller. Halt schade, ist halt echt schade. Um für euch darüber zu reden, fuck yeah. Ich meine, ich habe die Pressevorführung zu Jurassic World 3 verpasst, war krank. Hab wirklich Geld dafür bezahlt, bin allein ins Kino gegangen. Keiner von meinen Freunden wollte mit mir mitgehen, weil die alle gehört haben, wie scheiße der Film ist. Das heißt, ich war da alleine drin, hab durchgelitten, aber ich habe euch das Video gegeben. Das war die Hingabe, die ich für euch hatte, aber nicht mehr für dieses Franchise. Und das sind so meine Gedanken. Ja, eigentlich, trotzdem habe ich da irgendwie noch Vertrauen drin. Ich will eigentlich einfach nur richtige Tiere, die nicht so wie jetzt zum Beispiel Blue oder Rexy in Jurassic World sind. Ja, kann ich nachvollziehen. Du meinst, ja, es hört sich jetzt immer so blöd an, aber dass die halt einfach nicht so einen Charakter bekommen. Auch Tiere haben Charakter. Ich weiß, ich bin nicht bescheuert. Ich habe selber einen Hund und 3 Katzen. Aber die haben halt einfach so echter gewirkt in anderen Filmen. Und nicht so, vor allem Rexy auch. So bei der Blue kann man immer noch sagen, gut, die wurde ja auch dressiert und wurde auf den Menschen abgerichtet. Aber Rexy halt nicht. Und die verhält sich genauso wie Blue. Ich glaube nicht, dass die das nochmal... Nee, ich habe sie sonst einfach lassen. Manche Sachen muss man nicht anfassen andauernd. Es gibt Sachen, die kann man auch einfach... so stehen lassen und ich finde Jurassic World hätte nie passieren dürfen. Jurassic Park war super, ist super, gucke ich ein, zweimal im Jahr. Es wäre halt aber auch so eine geile Sache, weil die aktuell ja sehr viel rebooten und fortsetzen, was eigentlich längst hätte fertig sein sollen. Und er hat ja recht, indem er selber sagt, man müsste einfach Dinge in Ruhe lassen. Und Sebastian von Filmstarts hat mal ein Video gemacht, wo er die Frage gestellt hat, was kommt jetzt nach dem großen Superhelden-Hype? Weil so ein Hype ist ja immer erstmal da und der sinkt dann aber auch wieder ab. Hat das Beispiel gebracht von Western. Western gibt's immer noch hier und da, aber halt nicht mehr in diesem Ausmaß, wie es früher war. Deswegen auch Superheldenfilme werden, Gott sei Dank, nach und nach abflammen. Und dann ist die Frage, was kommt als nächstes? Und da hat Sebastian zum Beispiel gemeint, das werden entweder Anime-Verfilmungen sein. One Piece war sehr erfolgreich und ich weiß, Avatar ist an sich kein Anime, ist aber auch Zeichentrick wie One Piece. Wenn das Ding auch noch gut wird, könnten es eben diese Anime-Verfilmungen werden oder eben auch Videospiel-Verfilmungen, die jetzt auch nach und nach populärer werden. Und ich könnte mir irgendwie, na vorstellen nicht, aber ich würde mir einfach wünschen, dass vielleicht auch dann, nachdem der nächste große Hype vorbei ist, wenn wir jetzt wirklich Videospiel und Anime-Verfilmungen dann durchhaben, dass dann eine neue Welle anbricht von komplett neuen Filmen. So Ideen sind ja immer noch da. Dann kann mir keiner erzählen, dass man keine Ideen mehr hat. Aber das hier sind eben einfach sichere Pferde. So, Jurassic World 4 bringt einfach wesentlich mehr Geld in die Kassen, als wenn du jetzt ein komplett neues Dino-Franchise aus dem Hut zauberst. Das ist eben einfach so. Und deswegen machen die das. Werden wir trotzdem anschauen, dafür Geld bezahlen. Ist halt einfach so. Besonders wenn man bedenkt, dass der T-Rex in Jurassic World derselbe wie in Jurassic Park ist. Ja, was es noch viel dämlicher macht, das stimmt schon. Manchmal dreimal im Jahr. Aber der Rest kam da eh nie ran. Aber ich konnte es tolerieren. Aber irgendwann hört selbst diese Toleranz auf, weil es einfach nur noch
absurd war. Weil es nervt, ja, weil es einfach nur noch nervt. Es ist Trash und es weiß nicht mal, dass es Trash ist. Das ist das, was mich am meisten ärgert, weil ich stehe auf Trash. Ich stehe extrem auf Trash. Malignant. Der war geil. Eve hat zum Beispiel auch gemeint, dass er The Happening mag, weil es eben so harter Trash ist. So, also das ist, ja, Jurassic World macht halt mir auch nicht wirklich Spaß, das stimmt. Ja, das sind meine Gedanken. Jetzt frage ich euch, seht ihr das so ähnlich? Fühlt ihr euch auch wie Jeff Goldblum, der irgendwie John Hammond gerade eine um die Ohren wischt und sagt, was machst du da? So, du standest auf den, ihr standet auf den Schultern von Giganten und bevor ihr wusstet, was ihr hattet, habt ihr es verpackt, vermarktet, let's go. Genau das war der Satz. Hier sind wir angekommen. Metamäßig hat Jurassic Park jetzt noch mehr zu sagen. Der Film ist noch relevanter geworden. Das heißt, hey, gibt was Positives. Ich liebe Jurassic Park noch aus einem Grund mehr als aus all den anderen Gründen, weshalb ich ihn all die Jahre geliebt habe. Und das ist doch mal was. Seht ihr, positive Note geht auch bei Eve. Wie steht ihr zur ganzen Nummer? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja. Könnt ihr mal ganz kurz einen Chat schreiben, wie ihr dazu steht. Ich bleib dabei, ich habe irgendwie Bock drauf einfach. Vielleicht habe ich auch mehr Bock drauf zu gucken, was passiert. Das heißt, vielleicht freue ich mich sogar mehr auf den ersten Trailer als auf den Film an sich. Und der erste Trailer muss mir dann erstmal die Vorfreude zum Film geben. Aber ich bin halt einfach sehr gespannt drauf, was passiert. Das ist, glaube ich, so ein Ding, so die Vorfreude herauszufinden, was da jetzt wirklich kommt. Das macht's bei mir, glaube ich, aus. Freue mich auf die neuen Projekte. Warte mal, Jeff Goldblum hat Jurassic World vorhergesagt. Also was die macht. Ja, ja, richtig. Ja, genau. Das hat er im Endeffekt gesagt. Und er sagt in Jurassic World Dominion nochmal, dass Jurassic World eigentlich scheiße ist. Durch die Blume hinweg, aber er sagt's. Und in Jurassic Park 1, nein, in Jurassic World 1, wird von Laurie des Öfteren erwähnt, dass im Jurassic Park ja alles noch so echt und authentisch ist und hier ist alles so unecht und bla bla und das stimmt. Also die haben diese Meta-Gags ja öfter in den Filmen. In. Gut. Soviel dann eben dazu, ihr Lieben. Vorsichtig optimistisch, bis der erste Trailer kommt. Das ist gut, ja. So denke ich mir das auch. Bin vielleicht noch ein bisschen optimistischer als vorsichtig optimistisch, weil ich gucke ja auch jeden Scheiß. Wie gesagt, ich bin da gar nicht mal so krass anspruchsvoll. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass mir das Soft-Reboot jetzt gefällt, als dass es mir nicht gefallen würde, würde ich mal behaupten. Ja. Gut. In diesem Sinne, ihr Lieben, machen wir Schluss für heute. Morgen bin ich nicht live. Morgen will ich das Was-wäre-wenn-Video fertig schneiden für Freitag. Und stimmt gar nicht. Morgen Abend gucken wir hier live auf Twitch Godzilla King of the Monsters, glaube ich, ne? War das nicht so? Ich muss gerade nochmal kurz reinschauen. Ach komm. Am 1.2., das ist ja morgen. Um 18 Uhr. Oh Gott, vielleicht muss ich das um einen Tag nach hinten verschieben. Vielleicht machen wir das lieber am Freitag, weil dann kann ich nämlich morgen in Ruhe das Was-wäre-wenn schneiden. Ja, so machen wir das. Okay. In diesem Sinne würde ich dann einfach sagen, sehen wir uns dann am Freitag wieder mit der Watch-Party, dem Live-Watch zu Godzilla King of the Monsters, hier live auf Twitch. Den Film gibt's bei Netflix und dann werden wir am Sonntag dann über den Film reden, live auf YouTube. Mann, ist das kompliziert. Euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.